Sie sind hier, 7. Oktober 2018, 17.24 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, der Fußballplatz des 1. CFR Pforzheim Urheberrecht Imago. Bei einem Oberligaspiel in Pforzheim kommt es in der Halbzeitpause zu einem skandalösen Zwischenfall. Der Übeltäter wird angezeigt und fliegt aus dem Verein. Eklat in der Oberliga Baden-Württemberg. In der Halbzeitpause des Spieles zwischen dem 1. CFR Pforzheim und dem TSV Ilzhofen ist es am Samstag zu einem tätlichen Angriff auf CFR-Trainer Gökhan Gökçe durch einen eigenen Spieler gekommen. Wie die Pforzheimer Zeitung berichtet, streckte Kustrim Lushtaku den langjährigen CFR-Trainer vor der Kabine nieder. Auslöser des skandalösen Zwischenfalles soll ein zuvor verschossener Elfmeter durch Lushtakus Bruder Krasnick beim Stand von 0:1 entstand. 0:2 gewesen sein. Kustrim Lushtaku hatte sich bereits bei der Auswahl des Elfmeterschützen lautstark eingemischt, berichtet die Pforzheimer Zeitung. Gökçe wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde eine starke Prellung diagnostiziert. twitter.com/1cfr-status/1048871456697580236861 wieder 1. CFR Pforzheim am Sonntag in einer Pressemitteilung bekannt gab, wurde gegen Kustrim Lushtaku Anzeige erstattet und ein Stadionverbot verhängt. Darüber hinaus erfolgte der sofortige Ausschluss aus dem Verein und der Mannschaft. Der Vertrag wurde fristlos gekündigt. Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Mehr.